Yep, hallo und herzlich willkommen zurück zu Rage. Hat jetzt etwas länger gedauert, um die nächste Folge aufzunehmen. Ich musste erstmal ein paar Sachen fertig machen. Ich bin etwas draußen herumgefahren und habe mir ein paar Klamotten besorgt. Ein paar Karren abgeknallt und wie ihr seht, wir sind jetzt auch böse bewaffnet. Und unsere Karre ist auch vollständig aufgetunt. Ich habe, glaube ich, irgendwas an die 60-70 Rennen gefahren oder so. Um das Ganze jetzt ein bisschen hier aufzusetzen und das Maximum ist schon alles gut installiert. Alles klar, gut. Dann können wir ja direkt raus. So. Wir sind schwer bewaffnet. Wir haben jetzt ausreichend Munition. Wir haben ausreichend Kohle zusammengesammelt. Ich bin ein paar Mal raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein, nur um diese blöden Fahrzeuge da abzuknallen und habe allen möglichen Kram gemacht, welcher mehr oder weniger einfach nur langweilig war. Ich bin wirklich hier raus, dann in in die Richtung da gefahren, dann drüben ein paar Autos abgeknallt, dann in die Richtung gefahren, da ein paar Autos abgeknallt, dann wieder zurück und oh, ihr glaubt gar nicht, was das für ein Hin und Her war. Aber jetzt sind wir ein bisschen besser ausgerüstet und jetzt können wir uns eigentlich schön mit der Regierung anlegen, ohne dass wir uns jetzt hier groß Gedanken machen müssen, dass uns irgendwas ausgeht. Damit dürfte das Spiel an sich dann schon etwas gediegener sein. Ja, schieß du mal. Ui, Neppa. Einer weniger. Dann machen wir mal hier runter. Und wir müssen jetzt zur Totenstadt. Gut. Zigarette ausmachen. Und weiter geht's. So. So, wir haben auch ausreichend Munition. Mal durchladen hier. Elektrobolzen. Das haben wir nämlich noch nicht erledigt gehabt, die ganzen Waffen durchzuladen. Ist durchgeladen. Raketenwerfer. Ist durchgeladen. Na, die Raketen wollte ich jetzt nicht haben. So. Ja, die nachhaltigen Dinger haben wir noch nicht. So. Und wir nehmen die Wumme. Damit sind wir nämlich viel besser vorbereitet für das, was jetzt kommt. Sollten irgendwelche gepanzerten Einheiten auf uns zugelaufen kommen, können wir sie damit ganz genüsslich abschalten. Resultat des Ganzen ist, weil wir jetzt alles auf Maximum haben, können wir natürlich keine Munition mehr aufsammeln. Was natürlich etwas blöd ist, aber darum müssen wir uns jetzt halt keine Gedanken machen, dass wir hier zu wenig Munition hätten. Was kommen wir denn hier rüber? Ich will da rüber. Oder geht das hier durch? Ach da.
Alter Schwede. Gimmicks noch mitnehmen. Weil das, was wir an Credits haben, habe ich nämlich mehr oder weniger alle wieder ausgegeben. Xanax, Licht an. Danke. Das war ein Krankenhaus. Nein. Das ist das Scharfschützengewehr. Bats. Weg mit dem Schädel. Da kommt eine Granate vom Himmel. Weg mit dir. Au, die tat weh. Filtritmunition wechseln. Von wo werfen die die denn, die Drecksäcke? Ja, von da. Hab dich gesehen. So. Da lebt doch noch einer. Wow. Nie geworfen. Der da. Die mit ihrer Drickse. Granate, Granate, Granate. Immer nur Granaten werfen, die Jungs. Was anderes können sie nicht. Das Schauspiel könnten wir eigentlich theoretisch auch machen, oder macht das Spiel erst recht keinen Spaß mehr, weil die ganze Zeit nur mit Granaten um uns werfen. Ich habe ein paar Granaten besorgt, aber die sind jetzt wirklich nur, wenn wir wirklich ums Eck schießen wollen. Na komm. Direkt mal plündern, die Jungs. Mal den Scheißkerl erwischt, ja. Hm.
Oh, verdammter Dreckskerl! Ah! Scheiß Granatenwerfer! Gut, Raketenmunition dürfen wir auch keine mehr einsammeln. Es hört sich so an, als ob die da hinten Probleme mit ein paar Untoten hätten. Falsch, mit ein paar Mutanten. Schauen wir doch mal, ob wir hier von hier aus solche sehen. Nee. Ducken wir uns mal. Wir pirschen uns langsam vor. Um den Sniper müssen wir uns noch kümmern. Also, der müsste doch da oben stehen. Na komm, zeig deinen Kopf. Okay, den haben wir anscheinend erledigt. Waren das hier nicht zwei? Hm, egal. Auf geht's hier runter. Wow. Das ist noch ein Sniper. Au. Ein Sniper down. Der andere hängt da oben. Ich spiele Trouble in Terrorist Town, Junge. Ich bin schneller im Schießen als du. Was ist er denn? Ah, da. Oh, das war ein gekonter Headshot. Ja. So geht's jemandem, der sich mit mir anlegt. nein. 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 Ja. Ich schätze mal, wir müssen hier runter. Das Schild hilft dir da auch nicht, Freund. Ach, schon wieder Granaten. Oh, haben wir dich auch erwischt? Jetzt ging es doch hier irgendwo, ging es hier doch hoch.
Und so eine. Ach, da vorne. Nur den Weg finden. So, gucken wir uns hier nochmal um. Aber schon noch voll. Schönes Spielzeug. Oh, noch gut geladen. Hey, da liegt was. Credits! So. Jetzt haben wir hier gerade mal ein bisschen Ruhe. So, da ich mal denke, dass die Folge auch schon wieder einige Minuten lang ist, machen wir hier dann mal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bald wieder. Bis dahin dann. Tschüss.